Ja, das Blatt kann man auch sehen. Kann man die auch sehen? Die kann man auch sehen. Ich muss mal aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo drauf latsche. Bisschen ungeschickt hingehängt. Gut, dass ich das nicht war. So. Ich muss jetzt links anfangen, dann rechts rüber und dann in der ersten Mitte. Hoffentlich kriege ich das geregelt. Eh nicht. Ach, was ich auch noch zeigen wollte. Nicht wieder die Hälfte vergessen wir heute. So. Ist da noch hier so ein cooles Emblem drauf? Ja. Schön. Oh, so. Auf die. Oh, ist mir warm heute Morgen schon. Ich muss gleich mal zum Schwimmen. So, auf geht's. Mit guten Morgen fängt es meistens an. Alle Männer können schon mitsprechen. Alle Männer können schon mitsprechen. Meine Lieben, los geht's heute Morgen. So, einige von euch müssen vielleicht heute zur Konfirmation. Hier sind rundherum richtig tolle Konfirmationen, richtig viel los hier. Endlich darf wieder gefeiert werden. Und zum Feiern, Gott, was zieht man denn jetzt überhaupt an? Man ist völlig überfordert irgendwo, was soll man jetzt anziehen? Wir haben euch schon so schöne Sachen gezeigt und es gibt wieder was Neues. Ihr kennt schon unsere tolle Muslimbluse, die habe ich auch, die habe ich schon in mehreren Farben, ihr sicherlich auch. Und wenn nicht, ist nicht so schlimm, es gibt schon wieder was Neues. Da wären wir ja nicht wir, wenn wir nicht wir wären. Es wird jetzt wärmer, heute fängt schon mal damit an. Und dann gibt es natürlich nichts Schöneres als Leinen. Und Leinen haben wir auch in diesem neuen Style, in diesem Hemden-Style. Und zwar richtig cool, richtig lang. Und ihr sagt, boah, Claudia, wie lang? Ey, das sieht so cool aus. Das sieht sogar mit einer Shorts nachher toll aus. Also richtig cool. Ihr zieht das einfach locker lässig drüber. Und alle unter euch, die super gerne bügeln, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Leinen knittert edel. Das braucht ihr nicht bügeln. Gut, die eine oder andere meinte, also klar, ich bügel es trotzdem. Macht nichts, kein Problem. Spätestens nach einer Stunde siehst du genauso wieder aus wie jetzt hier. Leinen knittert edel und das will auch so. Und das ist das schöne Lässige daran. Und dieses ist ganz besonders pfiffig. Das hat hier unten, kann man das sehen, diese tollen Fransen? Richtig schön cool. Das könnt ihr auch mal mit einer Leggings tragen. Oder ihr tragt es einfach zu einer Jeans. Lasst das lässig offen, tragt dann top drunter, tolle Kette drauf und ihr seid top angezogen. Tragt das einfach als so einen kleinen Sommermantel. Und für die Leute, die wieder Angst haben wegen ihrer Winkearme bei einem Top, hier ist ja kein Thema. Das geht ja bis zum Ellenbogen, also seid ihr perfekt geschützt mit euren Winkearmen. Diese tolle Bluse gibt es in dem schönen Weiß, was natürlich im Sommer die Knallerfarbe überhaupt und immer wieder wirklich sehr, sehr schön ist. Oder aber, ich muss das mal hinter mich hängen, sonst latsche ich hier gleich irgendwo drauf. Ich glaube, ich habe gar nicht alle Farben hier. Aber das macht nichts, kommt rein, ich zeige es euch. Ich glaube, es gibt auch noch hellblau. Hier gibt es dieses affenscharfe Apfelgrün. Eine Farbe, die gewisse Leute hier sehr gerne mögen. Ich will da mal nichts zu sagen. Also ein richtig toller, cooler Ton. Auch hier wieder richtig schön toll ausgefranst. Einfach richtig lässig, cool. Ein Teil, was jeder von euch haben sollte. Und ich meine, es gäbe sie noch in hellblau. Ich weiß jetzt noch nicht gerade wo. Vielleicht ist sie auch schon weg. Und wer jetzt sagt, also klar, so Leinen ist jetzt nicht so mein Thema und es ist auch ein bisschen sehr lang. Ja, okay, ich habe hier, Achtung, alle Bügler unter euch, ich habe sie nicht gebügelt, ihr dürft sie gerne bügeln. Eine Popelinbluse, die sieht jetzt hier im Moment ungebügelt richtig crashig aus. Sie darf aber ruhig so sein. Da passt auch ein bisschen Bonusmaterial rein, wie man sieht. Der Ärmel ist auch nicht zu schmal und die ist natürlich auch wieder lässig gekrempelt und die hat hier nochmal ganz witzig eine Tasche drauf. Die ist nicht ganz so lang wie die andere, aber hier an der Seite nochmal mit einem Schlitz und genauso lässig zu tragen. Und die Schlanken unter euch, die tragen das einfach als Oversize-Bluse oder als Oversize-Hemd, wie so eine Art Herrenhemd, war auch schon mal irgendwann in den 70ern total in. Einfach wieder offen tragen, kurze Shorts drunter, gekrempelt Hose, richtig, richtig cooler Look. Also was richtig Pfiffiges. Und die gibt es in dem Weiß und die gibt es tatsächlich dann nochmal in Jeansblau. Also, auch hier wieder diese tolle Tasche drauf, wie so ein Kittel, so ein lässiges Teil. Also, richtig. Ist aber nur eine Tasche, ne? Sehe ich das richtig? Nur eine, das ist gewollt.
Aha. Die ist so ein bisschen pfiffig, so ein bisschen frech. Und mit frech geht es hier immer weiter. Ne? Frech können wir immer. Es gibt nämlich, für alle, denen das jetzt alles zu lang war, gibt es ein neues Oberteil. Weil ihr gesagt habt, Claudia, zu deinen ganzen bunten Hosen ist ja toll. Aber was ziehe ich denn da für ein Oberteil zu an? Gut, habe ich mir gemerkt, ohne Aufschrift, ohne alles, ein Viskose-Shirt. Könnt ihr tragen bis Größe 46, sage ich jetzt mal ganz locker. Das hat hier nochmal so einen tollen Ärmel, also so eine tolle Manschette, so eine weite Manschette. Könnt ihr nochmal aufkrempeln, wenn ihr mögt. Hat einen sehr schönen, sauberen Abschluss, in den man auch schön das Etikett stecken kann. Und wo ihr auch eine tolle Kette drauf tragen könnt. Oder die Tücherfans unter euch auch gerne mal ein Tuch. Das ist ganz toll geschnitten, richtig schön zum Tacken, weil es ganz leicht ist. Und es fällt sehr, sehr schön. Gibt es hier wieder in diesem schönen Erbsengrün oder Kiwigrün. Ich dachte Apfelgrün. Apfelgrün habe ich jetzt an. Also dieses mehr schon so ein Kiwigrün. Das ist schon so ein bisschen mehr Grün. Grüner als grün. Und dann gibt es das nochmal in diesem schönen Oliv. Auch eine super Farbe. Haben wir bei unseren Häkelwesten gemerkt. Das war auch so ein Renner bei euch. Da gibt es noch ein paar Restanten, hängen hier noch, nachdem ich sie schon einmal wieder nachbekommen habe. Aber wenn ihr noch welche davon braucht, sagt Bescheid. Alle Farben habe ich nicht mehr, aber so ein paar einzelne sind noch da. Aber dieses Shirt ist auch wunderschön gemacht, richtig schön leicht. Ihr seht das schon, das fällt also richtig, richtig gut. Und ist so ein lässig Ding. Das ist eine Viskose, also kein Leinen. Könnt ihr wieder bügeln, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann lasst das halt bleiben. Gibt es auch in diesem schönen Marineblau, auch mal sehr schön. Ne? Und damit ihr jetzt nicht sagt, was hat sie jetzt von ihren bunten Hosen gehabt, ich zeige sie euch mal. Ne? Könnt ihr euch noch erinnern, was trägt man dazu? Richtig cool. Und natürlich hier unsere coolen Magic Pearls. Da wird es sicherlich, also wenn ihr noch mal Lust habt auf einen Workshop, meldet euch. Dann werde ich nochmal versuchen, einen in Gang zu setzen, dass wir nochmal einen tollen Workshop kriegen. Und sonst könnt ihr ne, auch die fertigen Armbänder bei uns so kaufen. Ne? Also hier passt zum Beispiel super dieses tolle, lässige Shirt dazu in dem tollen Pink. Und ich habe jetzt nicht alle Hosen hergeholt. Ich will euch lieber die Shirts zeigen in allen Farben. Das reicht dann schon für dieses Video. Dann gibt es natürlich nochmal Weiß. Hatte ich am Freitag eine Kundin, die sagte, klar, ist aber ganz schön transparent. Ja. Da muss man natürlich irgendwas Helles drunter ziehen. Und nachher seid ihr sowieso total gebräunt. Und wenn ihr dann einen schönen BH da drunter habt, dann sieht das auch schon klasse aus. Dann darf da ruhig mal ein bisschen was blitzen. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und dann gibt es aber auch nochmal das Azurblau. Also richtig coole Farbe nochmal hier, so eine Meeresfarbe. Also ihr seht schon ein bisschen was an Bonusmaterial passt da rein. Nicht zu viel, irgendwo hört es dann auf. Also 48, 50 wird knapp, da wird es dann ein bisschen eng. Aber sonst ist das ein tolles Teil. Also bis 46 überhaupt kein Thema. Und natürlich, last but not least, für alle Schwarzfans unter euch, es gibt auch ein schwarzes davon. Ja, das war unser Video für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, genießt die Sonne, geht ins Freibad, herrlich warmes Wasser, richtig toll. Ich bin diese Woche schon 5000 Meter geschwommen. Gut, an 5 Tagen, aber ist ja auch egal. Also, wir sehen uns. Ciao!